Und herzlich willkommen zurück zu Dragon Ball Z Battle of Z. Eigentlich müsste ich eine Systemaktualisierung machen, deswegen spiele ich heute mal offline, aber ich habe doch voll keine Lust drauf, um ehrlich zu sein. Weil normalerweise sagt er immer, melde dich an. Und dann meldet man sich an. Aber ich hatte echt... Achso, hier. Mission 42 habe ich dann nach etlichen Versuchen endlich auf Rang B geschafft. Wir waren jetzt 12, 13... 14 sollten wir jetzt machen. Dann machen wir es 15, 16, 17 und dann 18. So machen wir das. Mal gucken, was wir heute alles schaffen. So, wir können die bösen Leute, können wir alle nicht nehmen. Und wir nehmen deswegen jetzt das Son Goku. Und da unten steht immer, was das sind. Unterstützungstyp. Unterstützungstyp und Eingreiftyp. Deswegen nehmen wir mal die beiden auf jeden Fall mit. Attention Hangel und Schuh können wir auch nicht nehmen. Das ist Ki-Explosion und Angreiftyp. Und das ist nur Ki-Explosionstyp. Was haben wir denn? Was ist denn Bardock? Nahkampftyp. Ja, super. Nehmen wir Piccolo. Fertig. Wir können noch mal kurz gucken. Das wollte ich nicht. Ein bisschen anfassen können wir ihn ja. Hier haben wir gerade leider nichts. Hier auch nicht. Hier. Vegeta. Super Saiyan Bardock. Komm hier. Gilo. Und Bartha können wir das mal wegnehmen. Den können wir das ruhig lassen. Bartha braucht das an sich nicht. Bartha braucht das nicht. So. Haben wir das? Ja, dann mit Super Saiyan Naruto Gohan habe ich den Kampf gemacht und ja, komm, das bestätigen wollte ich eigentlich machen. Und jetzt können wir von mir aus auch schon in die Mission starten. Und dann gucken wir mal. Wunderschön. Wenn du das Gefühl hast, Gegner hat die Oberhand, geh in die Defensive, drücke nach unten, damit ein paar Armshots zum Gegner halten. Sollen sie nicht. Drücke nach rechts, um den Partner zum richtigen Zeitpunkt zu sagen, dass sie die Angriffe auf den Gegner konzentrieren sollen. Das ist schön. Das ist sehr schön. Es ist Ginyu. Ach stimmt, wir sind jetzt gar nicht mehr in einer anderen Ära. Jetzt ist sozusagen wieder die richtige Story im Laufen. Mehr machen. Na, wie gefällt dir das Schieß? Und oh nein, das ist mein Ki runter. Da habe ich wohl gerade etwas übertrieben. Komm, steh wieder auf. Okay. Weitere Gegner sind aufgetaucht. Das könnte sich hier echt als kritisch noch erweisen. Vor allem, weil die nur Ki-Explosion machen, die Sachen. Und da reicht's aus. Immer her. Komm, dagegen habe ich ja jetzt mal gar nichts. Sollen die anderen ruhig die kleinen Fische besiegen? Solange ich mich hier um Ginyu kümmern kann. Und komm, jetzt Ginyu, jetzt lock mal dich auch voller Kanüle aus. Du lebst noch.
Guck mal, jetzt müsst ihr nur einen Angriff machen, Leute. Oder so. Voll an die Brust und K.O. genockt und... Ja, heul nicht rum. Mission erfüllt. Hui. Ich fliege, ich fühle mich so cool. Ich nehme nicht an, dass wir in diesem Part jemals Genki teilen werden, da ich im Offline-Modus spiele. Aber was soll's. Ein S-Rang. Ich habe im Übrigen herausgefunden, dass es doch noch einen Z-Rang gibt. Ich dachte ja, SS wäre das Beste. Falsch gedacht. Ganz falsch gedacht. G's freigeschaltet. Andere Ära-Mission 43. Ganz ehrlich. Das kann nichts Gutes sein. Auf der habe ich jetzt keinen Bock. Aber ich kann sie aber angucken. Wenn ich das Genio Sonder... Ja, okay, komm, das machen wir wirklich ein andermal. Das ist Mission für 15. Transformation. Warum kann ich eine Mission 18 jetzt schon machen? Das verstehe ich nicht ganz. Na, ich guck mir das mal an. Vielleicht ziehe ich Mission 18 dann doch noch vor. Aber das wird bestimmt schwer gegen alle vier. Ich bleib jetzt auch mal bei den Charakteren. Obwohl, nie. Krillin tausche ich aus. Mit Vegeta. Und dann können wir starten. Sonst bleibe ich so. Ich habe jetzt Lust auf Goku, weil ich habe keine Lust jetzt G's zu spielen. Der ist doof. Mag ich jetzt nicht. Und ich habe auch keine Lust, wieder die Super Saiyajin Bardock und Super Saiyajin Naruto Goku zu nehmen. Ich weiß. Super Saiyajin Goku und Eremit-Kostüm, so heißt er eigentlich. Aber ist ja auch egal. Auf den habe ich jetzt ehrlich gesagt gar keine Lust. Oder auf die beiden, weil die einfach mal so stark sind. Ich habe das gesehen, die waren viel stärker und besser dabei als die anderen. So. Vielleicht sollte ich anwiesen. Komm, den schnappen wir uns. Der ist echt mein Schuss ausgewichen. Aber so nicht, Kollege. Ich habe eigentlich genug von diesen fieser Soldaten, wenn ich das ehrlich sagen soll. Ruft er jetzt echt um Hilfe nach Freezer? Da kommt etwas auf uns zu. Ich bin ein Beyblade, jetzt nicht mehr. Warnung? So schlimm? Oha. やってくれましたね。私のフローシエの夢、見事打ち砕いてくれました。初めてですよ。私をここまでコケにしたおバカさんは許さん。絶対に許さんと。虫けらで、じわじわと殴り殺しにしてくれる。 Oh Gott, jetzt habe ich gerade ein bisschen geträumt. Wo ist er hin? Aua. Ich glaube, sobald ich kann, werde ich mal einen anderen Nahkampftyp mit reinmachen. Ja, den habe ich jetzt so ordentlich verarscht. Tschüss, Freezer. So stark ist er jetzt endlich nicht, wa? Der ist abgehauen. Und bam. Ja, toll. Das war jetzt der ganze Kampf. Wollt ihr mich verkohlen? Da kam extra Warnung und so. Und dann sowas. Lächerlich. Mission fort. Mission fortgesetzt?
Was je mächtiger Kämpfer ist, desto weniger neue Versuche erhältst du. Von Stärkekämpfer wird erwartet, dass sie weniger oft scheitern. Kämpfer des Unterstützungstyps können viele FP ansammeln, dass sie nicht. Okay. Gut gemacht. Ach so, okay. Das stört ihn einfach mal gar nicht. Wollte schon sagen, jetzt mach mal ein bisschen Kette hier. Richtig, so will ich das sehen. So, wir noch einen Superkamera im Jahr rein. Kommt noch eine Jagd hinterher. Hoffentlich klappt das normal so schön mit der Kette. Das wäre echt klasse. Wunderschön. Und jetzt kommt es so voll. Boah, der hat echt eine Ausdauer. Oha. Das war's. Bitte, Juan. Lass du mal Vegeta in Ruhe. Auch wenn ich jetzt keinen Kraft mehr habe. Oh oh. Was? Geht das jetzt immer noch weiter? Ich habe gerade voll geschwiegen, weil ich so ins Spiel vertieft bin. Entschuldigung. Oha, der geht hier ab wie Schmitzkatze, der Kollege. Ich kürze mich an ihn ran und... Komm, Jagd, und jetzt kommt noch mal eine schöne Kette. Das ist ja voll die coole Mission, wenn ich das mal so sagen darf. Ich kämpfe praktisch gegen alle Freezer-Formen. Ohne jetzt hier... Oh, das war Glück. Das war weniger Glück. Wenn das jetzt nochmal mit der Kette hier so schön klappen würde, das wäre echt cool. Aber sie bringt das auch gar nicht mehr so viel. Haut er einfach ab und Kaioken! Warum haben die alle so viel Ki und setzen da nichts ein? Ich wünschte, ich hätte so viel Ki, dann hätte ich... Oh, Piccolo, mein Held. Hätte sie jetzt noch getroffen. Oha. Tschüss. Ich sterbe gleich. Das ist nicht so schön. Ich hatte echt noch gehofft, ich komme da rechtzeitig an. Oh, Piccolo hat mir geholfen. Echt nett.
Den haben wir jetzt endlich mal geschafft. Spezialbonus. Mission erfüllt. Hui, ich spiele wieder Beyblade. Aber okay. Gut, gut, dann... Hey, was, wir können trotzdem Genki abschicken, obwohl wir gar keinen Dings haben. Ach ja, stimmt ja, wir brauchen ja noch die Punkte da. Das ist ja noch so ein Ding. Aber ich glaube, jetzt nebenbei versinkt mich L1, das ist nicht so prickelnd. Deswegen kam da so ein Kamehameha mit raus. Ach, nicht alles geschafft. 100 Genki geschickt, reicht. Obwohl doch, dann war es ja alles. Das ist immer voll anstrengend, dieses ganze Gedrücke und Getue. Aber was soll's. Doppel-S-Rang. Besonders beeindruckend. Shaozuka-Karte erhalten. Freezer erste Form. Mehr nicht, nur Freezer erste Form. Wie lame, ich dachte, ich krieg gleich zweite, dritte und somit. Ja, das Mindeste gewesen, oder? So. Dann beenden wir erstmal an dieser Stelle den Part. Ich speichere auch mal, weil ich jetzt erstmal das System-Update mache. Und dann nehme ich weiter auf. Ich bedanke mich für euer Zuschauen und hoffe, dass ihr beim nächsten Part von Dragon Ball Z Battle Z wieder mit dabei seid. Bis dahin.